Dieses One Tigris Tech Pouch, das wollen wir uns einmal genauer anschauen. Das ist ein Täschchen, das durchaus auch für das Everyday Carry gemacht und erdacht ist. Und wenn du wissen willst, was dieses Mittelklasse-Teil, das viel Leistung, aber einen geringen Preis hat, kann, bleib dran. Hallo, willkommen, das ist René Rossmann, schön, dass du dabei bist. One Tigris, dieses Teil hier, gibt der billige Eigenwerbung natürlich den Link auf Amazon, ja, und ja, hat hier eine Klettfläche, kannst natürlich ein Patch anbringen, wenn du magst, und was mir gleich einmal auffällt und was ich extrem gut finde, ist, dass es nicht komplett aufklappt. Jetzt mag es Situationen geben, da ist das sinnvoll, ich kenne das von zum Beispiel Tasmanian Tiger Tech Pouches, die man auch komplett runterlegen kann, aber das ist halt nicht immer sinnvoll, besonders wenn ich dann diesen Raum hier noch nutzen will für andere, ja, Kleinigkeiten, die man einlegt. Ich glaube, du verstehst, was ich meine. Das heißt, es ist wie so eine Herrenhandtasche. Oh, jetzt brauche ich was und dann mache ich auf und dann fällt mir das Zeug nicht raus. Herrenhandtasche, ich weiß, ist irgendwie uncool, aber haben wir nicht alle irgendwie manchmal eine Herrenhandtasche mit? Vielleicht nicht mal ganz so wie unsere Väter, Großväter und Urgroßväter, aber von der Idee her. So, gut, aber zurück zur Tasche, ich verplaudere mich. Außen findest du zwei Molle-Streifen, um hier weitere Ausrüstungsgegenstände anzubringen. Ich persönlich nutze das nicht, schaut aber cool aus und mal Stift oder sowas reinstecken, das ist ja in Ordnung. So, seitlich hast du nichts. Klarerweise, weil das Teil auch relativ schlank ist, denn da hast du das Zwei-Wege-Reißverschlusssystem, da kommen wir dann auch gleich dazu, und hier hinten klassisch Molle Undock-Funktionalitäten an einen Rucksack oder eine Tasche. So, und jetzt zum Innenleben. Du hast hier ein großes Fach. In diesem großen Fach hast du keine Möglichkeiten irgendwie zuzumachen. Also das ist ein Einschubfach, da kannst du was reingeben, Sache ist erledigt. Dann, weiter unten, ist hier so ein Flexi-Band angebracht. Das heißt, hier kannst du zum Beispiel Ausrüstungsgegenstände einfädeln. Das hier ist übrigens unser K4 Butterfly Sharpener. Ja, ich mache Eigenwerbung, das ist richtig. Ja? Aber egal, du kannst dir auch was anderes da reingeben. Geht sich genau aus. Ich habe den es ist billige Eigenwerbung auch, aber nein, ich habe den aus einem ganz speziellen Grund genommen, damit du dir vorstellen kannst, wie hoch das ist. Weißt du, die technischen Angaben, die du auf Amazon findest oder wo auch immer du das Teil kaufst, wenn es dich denn interessiert, das ist das eine. Aber was bedeutet das im Innenleben? Also das geht sich sehr schön aus, wie du siehst. Also das könnte sogar noch ein bisschen weiter rausstehen. Also ist alles sehr nett gemacht, alles gut gemacht. Und das ist insgesamt bei dieser Tasche, aber da komme ich dann beim Fazit dabei, dass es für den Preis wirklich gute Qualität liefert. Natürlich, es gibt dann noch einmal Hersteller, die noch einmal einen Tick besser sind. Da gibt es einige davon. Die kosten halt auch ein bisschen mehr. Das heißt, wenn du jetzt reingehst in dieses Hobby und mal beginnst mit Bushcraft, Survival Training, vielleicht ein bisschen Tactical Gear und so weiter und EDC, dann ist das auf jeden Fall ein Einstiegspunkt mit One Tigris. Aber kommen wir weiter. Dann haben wir hier eine Netztasche, die kann man auch nicht irgendwie zuglätten. Und das sind so Kleinigkeiten, die ich jetzt, ich habe jetzt ein TT-Leibchen an, aber es gibt es auch bei anderen Herstellern. Da wäre jetzt da noch einmal so ein Klettteil mit dabei oder auch hier irgendeine Funktionalität, um das zuzumachen. Das tut nicht weh, aber das sind Kleinigkeiten, die aber dann natürlich auch den Preis wieder durch die dazugehörige Arbeitszeit erhöhen. Also ich will da jetzt nicht zudern und das schlecht machen, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ich mag die Tasche wirklich extrem, also das ist echt super. Nur das sind halt dann auch die Nuancen, ja? Und die kleinen Unterschiede, die kleinen feinen. Und dann gibt es hier auch so dieses kleine Teilchen hier. Auch da könnte man zum Beispiel noch einen Stift oder einen Tactical Pen oder ähnliche Sachen mit reinbauen. Also das geht sich alles super aus, gefällt mir sehr, sehr gut. Da ich das Teil jetzt nur ganz kurz habe, kann ich noch nicht beurteilen, wie es wirklich ausschaut. Und ich werde das aber in den Langzeittest nehmen und dann ganz einfach darüber berichten. Eine Sache vielleicht noch, und das mache ich gerne, wenn mir halt was auffällt. Viele finden, der eine hat immer irgendwas zum Aussetzen. Ja, es hat alles Vor- und Nachteile. Es ist ja auch nur eine Idee. Vielleicht könnte man auch hier zum Beispiel irgendwelche Flexi-Cords einbringen, weil besonders wenn ich die Tasche sowieso nicht komplett aufklappe, hier, da könnte da unten auch noch was drauf sein. Also das sind alles so Kleinigkeiten, die das Teil dann noch einmal ein bisschen edler machen würden. Aber das ist jetzt Sudan auf hohem Niveau. Das war's jetzt. Wenn du Fragen hast, dann stell sie mir sehr, sehr gerne. Und ich habe natürlich auch Fragen. Was hältst du von diesem Teil? Von diesem One Tigris Teil? Was ist da deine Meinung dazu?
Findest du das gut? Findest du das in Ordnung? Ist die Größe deiner Meinung nach in Ordnung für ein EDC? Nicht nur vom Messer, sondern auch von dieser Tasche? Wie siehst du das? Ich bin der Meinung, ja. Aber bin gespannt auf deine Meinung. Daumen nach oben, Link zu all den Produkten. Das ist eine billige Einführung. Es gibt natürlich auch. Dein Rainer Rossmann und ciao, ciao.